Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dying Light. Wir haben letztes Mal schwer versagt. Wir werden jetzt schlafen gehen, am Tag dann eine Safe Zone einnehmen, damit wir dorthin kommen, wo wir eigentlich hin wollen. Zuerst müssen wir mal finden, wo man da überhaupt schlafen gehen kann. Okay, ich habe gerade gesehen, auf der Minimap ist ein Bett eingezeichnet. Das nehme ich an. If that one doesn't work, I don't know what I'm gonna do. Also nehme ich an, dass man dort schlafen kann. Bett. Ich will die Nacht nicht. Bett. Wait until morning. Okay. Wir haben nicht wirklich viel. Können wir Medkits machen? Eins. Oder ich krieg zwei draus. Brauchen wir auf jeden Fall, wir haben fast alle gebraucht. Molotovs, Wurfsterne, ja, die brauche ich auf jeden Fall, die sind sehr praktisch. Die sind sehr praktisch. Firecrackers, habe ich auch fast keiner mehr, glaube ich. Kann ich mehr auf einmal craften? Wurscht, Lockpicks haben wir eh genug. Skillpoints haben wir auch noch. Power Level, was haben wir da? Kicks dann. Yeah, kick has a 10% chance to stun the enemy. Stillness. As your body gets more athletic, you're able to absorb more damage. Das ich will jetzt machen. Melee throw. Throw any melee weapon at enemy, stealing massive damage. Double tap. Right mouse button to aim. Ja. Wenn meine Melee-Waffe kaputt ist, kann ich so nämlich das Ding noch irgendwie über den Schädel ziehen oder besser gesagt nachwerfen. First antenna was non-functional, so Kareem sending me to another one. If that one doesn't work, I don't know what I'm gonna do. Ja. Schicket. Ich muss immer nur nachschauen, ob alles aufnimmt. Deswegen schaue ich immer so komisch in der Gegend herum. So. Wir werden jetzt versuchen, vielleicht doch noch eine Safe Zone einzunehmen, was wir beim letzten Mal nicht unbedingt geschafft haben. Graf, oder? Auf einen großen Wein. So. Ich muss dorthin. Ich werde die jetzt einnehmen. Die ich auf der Map noch nicht sehe. Aber fast in die richtige Richtung. Wow! Lass mich los, Schlampe! Schaut eigentlich mit meiner Waffe aus. Ich muss mein Messer reparieren. Das repariert. Da kann er rauf. So, das war das letzte Mal, dass ich das reparieren haben kann. Komm ich drauf? Ja, komm ich. Nee, Stress machen. You're close to an active safe zone. Try to secure it. Das habe ich letztens schon probiert. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Die Trina, oder wie? Hey Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? Okay. And the answer is probably die horribly. Ja, das war nicht freundlich. Upfa, verdammt. Oh, da bin ich auf. Ist das ein Dach rum? Uah! So kann man daneben springen und Punkte verlieren. Wuhu! Press Space to continue. Das erste Mal, dass ich gestorben bin in dem Spiel. Bin wieder da. Spät haben wir's. Okay, in der Früh. Was die Reed Knife. Equip mal das gleich. Also ich bin in einer Safe Zone, da kann ich nicht unbedingt Waffen anschauen. Ja, repariert ist noch alles, was da alles gespeichert. Okay, gut zu wissen. Weil ich wenigstens wieder Mechanik ausschaut, wenn man stirbt. Bus.
Gehen wir aber gleich da und rennen nicht deppert im Kreis. Kann ich darauf? Warte auf. Da steht irgend so ein Poster, so dann gehe ich mal darauf. Ja. So, diesmal werden wir schauen, dass wir nicht in der Mitte wieder runterfallen. Jedenfalls, ich wollte euch aufs Dach. Ja, zeigt mir auch an, Safe Zone nach oben. Da ist eine Leiter. Okay. Clear the area and turn on power. Gut, Power schaut man mal gleich hin. Ja. Du gehst gleich mal raus. Ja. Wirst. Ich mag das so. Dropkick. Nimm ein Bart, du stinkst. Komm, komm, boom. Weg vom Dach. Hat funktioniert. Safe Zone unlocked. Yes. Ich mag Dropkicks überhaupt am Dach. Wenn die mal unten sind, kommen die nicht noch auf. Ich kann jetzt zwar den Körper nicht durchsuchen, aber ich habe eine Safe Zone. Das ist nicht ganz so. Draußen das Bett. Also ist unter freiem Himmel. Okay. Okay. Warte mal. Warum zeigt er mir bei der zweiten Antenne auf einmal eine Safe Zone an? Eine funktionierende? Nicht der erste, oder? So, ich bin schnell und weg runter. Das Problem mit der Safe Zone ist, dass man ziemlich viel Akrobatik durchführen muss, dass man hinkommt, aber wurscht. Safe Zone ist Safe Zone. Okay, er haltet sich nicht fest. Lauf! Wie, ich komme zu der zweiten Antenne und da ist eine super tolle Safe Zone. Warum zeigt er manche auf der Karte an? Weil ich laufen kann oder weil ich so knapp dran vorbeirenne? Anscheinend. Gut, dann krabbeln wir mal auf die Ambulanz rauf. Wow. Da schaut's aus. Oh, ja Mann, das ist die Antenne. Mein Kerl ist außer Atem. Ich falle runter und krieg Agility Level ab. Weil es hat sich nur vom Timing her blöd erwischt. Das heißt, ich kann ein Level nach oben gehen. Agility Level. Was gibt's noch für coole Moves? Light Drop. Das ist verdammt bei Half. Das ist sehr gut. Escape on Grappling Shift bei der Smoke. Okay. Ich muss, ja, Fall Damage, dass ich eben nicht so schnell tot bin, wenn ich mal runterfalle, weil ich falle ständig. Darauf. Cool, Supermarkt oder besser gesagt Tankstelle. So, das gleiche fast. Nein, da will ich nicht rein. Darauf. Cream, I'm at the second antenna tower. And the fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei. And probably his son Christoph. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Ja, ich soll einfach alle umbringen.
Okay. Ja, da rüber drauf kraxeln. Muss ich mit denen reden? Ja, das ist eine aktive Safe Zone, sehr gut. Jetzt lass mich da auf, ey. Der kann sich überall festhalten und überall raufkraxeln und dann nicht, oder wie? Die zwei Leute, die da angeblich drin sein sollen. Tür kann ich nicht rein. Ich kann da nicht drauf, ich kann da nicht drauf. Ich hasse solche Kletterdinger. Kann ich dich nicht aufmachen irgendwie? Ich meine, ein Schloss haben. Kann der seitlich nicht hochkraxeln? Ich meine, der krabbelt sonst überall hoch. Ah, das geht. Auf die fetten Rohre kann er sich nicht festhalten. Ah. Ja, geh heute nicht. Brauchst du nicht festhalten. Also ich habe da keine Waffen, dass ich das Ding vielleicht aufmachen kann. Ich bin einfach zu blöd für sowas. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, weil irgendwie schaffe ich das nicht. Moment. Fuck you, Spiel. Warum so kompliziert machen? Und warum nicht vielleicht einen kleinen Hinweis irgendwo geben? Hey, es könnte sein, dass die das verbarrikadiert haben, weil die zwei verrückte Vollidioten sind. Deswegen musst du vielleicht einen anderen Weg finden, dann weiß man wenigstens. Why the hell would you want to do that? Schnauze, du bist tot. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. Go, go. Ja, ich hab dich hier gebracht. Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? Alive here. Dad, these guys are killers. Yes, they're murderers. So we work for them. That's how we stay safe. Kann ich damit? Start using your mouth, Christoph. Start using your mouth. Ah, innen. Okay. Nein, das war jetzt wirklich frustrierend, finde ich. Kleiner Hinweis hat gereicht. Ich meine, ja, ich habe auch nicht unbedingt geschaut, aber wenn es statt Climb the Tower, dann will ich den Tower climben und schaue mich nicht in der Umgebung um, ob es irgendwas anderes gibt. Ich hasse Schlösser. Kann ich dich jetzt... Nein, kann ich auch nicht. Geh ich wieder nach außen. Wer dieser Transmitter geht auch nicht. Oh, da ist auf einmal auf, oder wie? Ich weiß, ab und zu stelle ich mich an wie der erste Mensch, was ich hier spiele. Ja, das hoffe ich auch.
aus. So dumm stelle ich mich normalerweise nicht an. Du kannst, da kannst du dich festhalten. Warum am anderen nicht? So, Reasons. Kann er nach oben springen? Nein, kann er nicht. Ich meine, er kann, aber er hat sich nicht festgehalten. Ah, das geht so. Rüber und rauf. Ja. Ich will da durch. Er haltet sich nie am ersten an. Halt dich an. Und noch einmal. Ja, rauf. Ich halte die Leertaste gedrückt wie ein Psychopath. Und er fällt wie der fette Stein, der er ist. Nur leicht frustrierend. Kreu um und auf. So, jetzt bin ich oben. Jetzt will ich raus auf diese Balustrade da. So, ist da dieser dumme Transmitter oder muss ich immer noch rauf? Ich mag das Spiel, aber solche Sequenzen. Solche Sequenzen sind echt, finde ich nicht. Toll. Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. 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 So. Ich muss in die Richtung. Okay, wir sind fertig. Bin gespannt, ob wir jetzt irgendwas dafür kriegen oder ob wir einfach nur sagen, hier, braver Bub. Spätestens. Gibt's das? Hi! Wow! Ich bin eigentlich auf eurer Seite, aber. Glaubst du, kannst du mich angreifen, oder wie? Ist das richtig mitbekommen? Nein, du haust nicht so einfach ab. Bist du Spider-Man? Zombie! Warum greifen die ihn nicht an? Ja, lang. Wie viel haltet ihr noch aus? Der ist cool. Endlich! Fuck, der war schwer. Wow, ich hoffe, ich halte auch irgendwann mal so viel aus. Get payment from Rice. Bin gespannt, was man da gibt. It was you, wasn't it? Raheem? Rise again. Then get the antigen? That's the deal. Good job, man. This helps everybody, but especially Dr. Zera and Dr. Camden. They can hear each other without static for the first time since whatever. Woohoo! See you back at the tower. Ich bin der Beste. Be there as soon as I can. Wo muss ich hin? Polizeiauto. Schaut, dass da keine Waffen drin sind. Ja, ja, rauf, rauf, rauf. Da oben sollte ich halbwegs sicher sein. Ah, da drüben ist ja schon die Zone. Wow! Oder? Nein, ist nicht. Fuck.
So bald. Gar jetzt gehen die Puste aus. Schnappe. I'm happy to help. If there's ever any way we can help you, Mr. Crane, please don't hesitate to ask. Ich will eine Waffe und viel Munition. Das würde ich gern haben. Okay, wir lassen diese Mission hier stehen, beziehungsweise dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen nach oben, Channel abonnieren. Wenn nicht, Daumen nach unten, Kommentare in die Kommentarebox. Ja, was gibt's noch? Genau, ich verbreite diese Videos auch über Twitter und Google Plus und Facebook, wie ein kleiner Virus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.